Willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Star Wars Battlefront 3, wieder mit dem Modus Helden vs. Schurken, der für mich einer der besten Modi ist, allerdings auch nur, wenn es wirklich 12 Leute in der Lobby sind, denn ansonsten... Wir spielen als Luke Skywalker, sehr cool, denn ansonsten ist es ein bisschen unausgeglichen, wenn im eigenen Team, so wie es in der letzten Runde bei mir war, 3 Helden sind und ein Mitspieler und im gegnerischen Team 3 Helden und 3 Mitspieler. Du hast dann natürlich viel weniger Manpower und das macht die Sache wirklich sehr schwer, da nochmal irgendwas zu reißen. Das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt von mir im Moment. Allerdings ist es jetzt noch die EA Access Fassung, insofern es ist die Vollversion, aber nicht alle Leute haben Zutritt zu dem Spiel. Das wird wahrscheinlich sich so ein bisschen dann ändern. Ich hoffe es zumindest. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das ändern wird. Und da haben wir Boba Fett, der sich hier so ein bisschen im Level verzieht. Ja, das Blöde ist, der kann Raketen verschießen und ich komme nicht an den Kerl ran. Das gestaltet den Kampf gegen Boba Fett als Luke Skywalker ein bisschen schwieriger. Und außerdem hat er sein Jetpack, womit er dann... Ach komm, ich krieg den doch noch. Yes! Palpatine besiegt. Damit hätten wir 2 Schurken schon erledigt. Einzig Darth Vader ist noch da. Schönes Lichtschwertduell mal wieder. Wäre ganz schön. Oh, hier schnell nochmal in Deckung gehen. Von hinten kommt auch noch jemand. Da ist er. Ja, der hat jetzt keine Chance, denn es kam von allen Seiten unsere Leute. Für all jene, die die Folgen bis jetzt verpasst haben, 5 Runden muss man gewinnen. 5-mal mehr Schurken oder Helden ausgeschaltet haben als die Gegner. Und dann hat man damit, ja, gewonnen. Sorgt dafür, dass unseren Helden nichts passiert. Koste es, was es wollt. Entweder ihr killt alle 3 aus dem gegnerischen Team oder aber ihr killt 2 bis Ablauf der Zeit und die Gegner vielleicht nur einen. Und dann hättet ihr auch damit gewonnen. Und Boba Fett, der geht hier an einen Spot, den ich mir auch mal rausgesucht hatte. Dachte, es wäre doch schon ein ziemlich geiler Spot hier, wenn man sich mit Boba Fett dahin chillt. Aber es können auch die Gegner dorthin kommen. Also so extrem gut ist der auch nicht. Heißt, man ist da trotzdem noch verwundbar. Allgemein ist es aber gut, mit Boba Fett irgendwo an die frische Luft zu gehen. Denn wenn er so krass mit dem Jetpack hin und her fliegt, dann ist es halt verdammt schwer, ihm zu folgen mit dem Gewehr. Oh oh. Ja, Granate kannst du nur schlecht ausweichen, wenn du es so spät tust erst. Und hier drin scheint jemand zu sein. Oh ja, Darth Vader. Wir dürfen nicht noch einen Helden verlieren. Nein! Wir hätten ihn fast gekillt. Egal, dafür macht es der andere Rebell jetzt. Da kriegen wir doch sicher viele Punkte für einen kritischen Assist, oder? Und jetzt haben nur noch Boba Fett und Luke Skywalker überlebt. Boba Fett jetzt hier geht in die Offensive und das war sein Fehler. Jawohl, die zweite Runde hier direkt gewonnen. Mal sehen, als was wir jetzt starten. Als Prinzessin Leia. Interessant. Meiner Meinung nach, wenn man sie spielen kann, gar nicht so schlecht, aber allgemein nicht unbedingt der stärkste Held. Da gibt es meiner Meinung nach echt bedeutend stärkere noch. Am liebsten spiele ich dann auch als Luke Skywalker. Tatsächlich. Und Darth Vader. Haltet euch nicht zurück. Yes, wir haben den Last Hit bekommen. Dadurch viele, viele Pünktchen.
Und das Gute bei Leia ist, ihr könnt so Lebenspacks droppen. Und eure Teammitglieder können die, glaube ich, auch noch aufheben. Ihr selbst auf jeden Fall. Dann seid ihr wieder bei 100 Leben. Zumindest ist es in der Kampagne so, dass ihr auf 100 Leben seid. Kann auch gut sein, dass es hier irgendwie 10 oder 20 wiederherstellt. Mit einem Raketenwerfer. Man beschießt keine Frauen mit Raketenwerfern, Mann. Oh. Allerdings sehe ich gerade, dass wahrscheinlich auch die Gegner die Packs aufsammeln können. Aber das war mal ein easy win. Bei uns sind zwar alle Helden gestorben, bis auf mich. Aber bei den Gegnern auch. Ja. Sehr gut. Und in der nächsten Runde sind wir wieder als Rebellensoldat unterwegs. Also, wenn ihr mich fragt, ein cooler Modus. Sie werden Jagd auf unsere Helden machen. Sie dürfen die drei nicht erwischen. Allerdings merke ich so ein kleines bisschen, dass zum einen ein bisschen die Langzeitmotivation vielleicht fehlen könnte. Ich spreche jetzt im Konjunktiv bewusst. Und darüber hinaus... Ja, sehr gut. Hast du gut gemacht, Darth Vader. Und darüber hinaus finde ich, die Maps sind so ein bisschen komisch konstruiert. Also es kommen verschiedene Sachen zusammen, wodurch sich meine Angst, dass es wirklich nicht ganz so langzeitmotivierend sein könnte. Es kommen verschiedene Punkte zusammen, die das bestärken. Unter anderem halt... Wir können es uns nicht leisten, noch einen Helden zu verlieren. Sind die meisten Maps wirklich sehr ähnlich aufgebaut. Du hast in der Mitte halt so eine Art Arena und dann außenrum hast du nur Gänge oder du hast nur Gänge. Und das finde ich so ein bisschen, weiß nicht, da vermisse ich schon ein bisschen... Autsch. Ja, die Kamera schwenkt immer um, wenn er mich schlägt. Da kannst du nur schlecht schießen. Außerdem vermisse ich so ein bisschen die offenen Areale von Battlefield. Und ich finde, die Modi, die sind zwar sehr einfallsreich, aber auch die sind sehr seltsam zu spielen, die meisten. Oh, Boba Fett und Darth Vader haben hier wenig Leben. Auch der Imperator hat dieselbe Fähigkeit wie Leia. Er kann auch Health Packs droppen. Ja, schade. Egal, einen Punkt muss man auch mal abgeben. Und deswegen frage ich mich, ob mich das so langfristig motivieren wird. Ich denke mal, dass ich mich nach dem 10-Stunden-Trial mit EA Access entscheiden werde, ob ich mir dann die Vollversion hole oder nicht, weil ich weiß nicht, ich habe ja die beiden Multiplayer-Shooter, Call of Duty und Battlefront aktuell beide und man kann da so einen direkten Vergleich ziehen. Hier übrigens das Lebenspack mal. Oh nein, er ist jetzt im Nahkampf gegen mich. Da. Ja Leute, ist hier jemand? Oh, geil, hier ist gar keiner. Jetzt muss ich gegen Vader und gegen den Imperator kämpfen. Weg hier. Also wenn die sich nicht per Headset absprechen, dann habe ich hier eine gute Chance zu entkommen. Aber ich glaube, da werden gleich nochmal ein paar Gegner vor uns spawnen. Easy. Ja, jetzt seid ihr in der Mitte, oder wie? Puh, das haben wir aber gut überlebt. Und hier kriegen wir nur 20 Leben dazu. Wäre auch ein bisschen assi. Aber wir werden von hinten beschossen. Du Mistkerl. Ah, verdammt. Zwei Helden fallen, nur noch Skywalker am Leben. Aber auch bei den Gegnern. Zwei Schurken. Ja, knapp. Knappe Kiste. Das ist halt seltsam, das zu sagen, aber ich finde, COD ist im Moment ein Ticken abwechslungsreicher sogar. Was die Maps betrifft, was generell die Spielmechanik betrifft, du hast halt wirklich viel mehr Aspekte, worin sich ein Call of Duty Match unterscheiden kann, als hier bei Battlefront. Das habe ich schon gemerkt bei Team Deathmatch zum Beispiel. Es sind zwar beide Spiele so, dass du teilweise sehr... austauschbare Szenen hast, aber ich finde bei Star Wars Battlefront, da ist es halt wirklich... Oh, der Griff ist richtig assi von Vader. Ich finde halt, hier ist es schon deutlich spürbarer, dass du halt irgendwie zumindest bei den normalen Modi immer dasselbe Szenario hast. Zum Beispiel hier staut sich dann immer so ein Kampf und du kannst dann... dich an die Container stellen und dann auch noch Kills holen, schön. Das finde ich so ein bisschen kritisch. Ach, damn it, ey. Da sind weitere zwei Leute, da hast du keine Chance. Guter Schuss.
Und so ein bisschen, weiß nicht, kritisch finde ich auch, dass die ganzen Modi sich seltsam spielen. Ich habe es ja schon hier beim Helden vs. Schurken gesagt, es fühlt sich seltsam an, dass du als Held zwar eigentlich verdammt stark bist, aber trotzdem lieber komplett defensiv stehen solltest, dass es bei den Truppen total irrelevant ist, ob sie sterben oder nicht, weil die unendlich nachspawnen. Und bei den AT-ATs, bei diesem Walker-Angriff, sehe ich das ähnlich. Das ist halt auch total kritisch, ob du da den AT-AT jetzt steuerst oder ob du da jetzt als Rebell da irgendwie diese Punkte einnehmen musst. Das fühlt sich halt total seltsam an, wenn du wirklich als Rebell unterwegs bist. Weil das ist so ein bisschen blöd, dann musst du halt dich auch teilweise ins AT-AT-Feuer begeben. Und dann stirbst du direkt. Und denkst dir so, okay, warum bin ich jetzt auf dem Schlachtfeld, ja? Deswegen, ich weiß nicht. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, wie ich das alles finden soll. Die normalen Modi, wie gesagt, die werden teilweise ein bisschen eintönig. Die Maps sind nicht so herausragend, die meisten. Und darüber hinaus finde ich das so ein bisschen blöd, wie jeder Modus so ein bisschen umgesetzt wurde. Also viele Fragezeichen, die sich mir noch stellen, ob ich mir das Game dann hole oder nicht, das werde ich jetzt noch in den kommenden Stunden erreichen. Ich werde euch so viel Material wie möglich noch nachreichen. Eure dunklen Pläne werden sich niemals erfüllen. Und ich werde es dann halt irgendwann noch entscheiden. Yes, wir haben den Imperator besiegt. Vader jetzt gleich eventuell auch. Oh nein, jetzt habe ich die Waffe falsch nachgeladen. Und Vader ist der Einzige, der überlebt hat und wir haben gewonnen. Yes! Das war mal wieder eine schöne Runde. Tatsächlich nach einer Minute hier ganz am Ende nochmal den Sieg geholt. Also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen misstrauisch, ob mich das wirklich langfristig motivieren wird. Ich glaube halt, es liegt jetzt nicht irgendwie an Freischaltbahnen oder so. Auch da ist Battlefront so ein bisschen, ja, kurz gekommen, sage ich mal. Du hast halt verhältnismäßig wenige Waffen, aber du kannst halt auch nicht so extrem viel freischalten. Ist halt logisch, du kannst nicht dir eine Million Waffen zusätzlich überlegen, aber im Grunde genommen hast du auch hier so 9 oder 10 Waffen und darüber hinaus die ganzen Modi, die sich entweder komisch spielen lassen. Also zum Beispiel der Modus ist halt auch so einer. Und hier haben wir mal die ganzen Waffen. Da hat man 6, 8, 10, 11 Waffen. Bei welchem Rang schaltet man die letzte frei? Bei 25. Da sind wir noch ein bisschen weiter entfernt. Aber ich meine halt nur, bei diesem Walker-Mode fühlst du dich halt auch so ein bisschen verloren in der Spielwelt. Denkst dir, okay, was soll ich denn jetzt machen? Du kommst so häufig ins Kreuzfeuer und dann schießt sich so ein AT-AT ab. Das ist halt wirklich 1 zu 1 wie ein COD, früher zumindest, mit den AC-130 Flugzeugen, wo einer 15 Kills am Stück gemacht hat und dann kann er bei Modern Warfare 2 für eine Minute oder so das Ding steuern und holt sich einen Kill nach dem anderen und killt da wirklich alle. Und dann denkst du dir auch so, ja okay, was soll ich jetzt machen? Ich spawne, hab entweder einen Raketenwerfer, gebe einen Schuss ab auf dieses doofe Flugzeug, oder aber der schießt mich direkt ab und so fühlt sich das hier auch an. Helden vs. Schurken, wie gesagt, da ist es halt dieser Widerspruch bei diesen zwei Modi und bei Heldenjagd ist es halt auch so. Da gibt es einen Helden, 7 Soldaten, die ihn jagen und derjenige, der den Soldaten, der den Helden killt, der den letzten Schuss hat, der kriegt den nächsten Helden. Und wer als Held die meisten Kills hat, gewinnt. Aber das Blöde ist, wenn du wirklich den Helden 10 Magazine reinjagst und irgendein anderer schießt einmal und killt den Helden, dann kriegst nicht du den, sondern der andere. Ist halt auch so eine Sache, die ist so ein bisschen schlecht gebalanced, wie ich finde. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da langfristig mit dem Game wirklich der happieste Spieler der Welt werde. Also wie gesagt, ich finde nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Das Gunplay ist ganz cool. Die Waffen fühlen sich ganz gut an, aber allgemein fühlt man sich am Ende des Tages so ein bisschen weniger
klingt jetzt komisch das Wort, aber befriedigt, als wenn du mit irgendwie einem schönen Sturmgewehr in COD einen Kill machst. Und das klingt eigentlich komisch, weil COD ist ja eigentlich das Standardmäßigste vom Standardmäßigen. Und lustigerweise ist es halt auch so, ich spiele hin und wieder Counter-Strike und da ist es halt auch so, dass es sich besser anfühlt, obwohl du da dieselben Maps hast, ist auch Counter-Strike, finde ich, variantenreicher. Da hast du halt auch dieselben 5 oder 10 Maps oder wie viel auch immer kompetitiv, sagen wir mal, gezockt werden, aber du hast da wesentlich mehr Varianten als hier. Hier ist es halt wirklich so, du läufst entweder die ganzen Gänge lang, zum Beispiel beim imperialen Lager, da gibt es halt außenrum wirklich nur diese Gänge und in der Mitte diese Arena. Das gibt es auch in diesem Dschungel, wo du außenrum halt diese Basis hast und dann hast du in der Mitte den Dschungel. Dasselbe hast du dann auch hier auf der Map gehabt, Tatooine ist es, glaube ich. Und dasselbe hast du auch bei vielen anderen Maps und das ist so mein Kritikpunkt. Wie gesagt, ich werde einfach mal schauen, wie lange ich das Spiel noch haben werde, unterstützen werde und werde dann einfach auch spontan entscheiden, ob ich es mir hole oder nicht. Mal gucken. Vielleicht überzeugt mich das Spiel ja doch noch, aber die nächsten 2-3 Stunden oder wie viel auch immer ich noch habe, die sehe ich dann einfach so als Probezeit für das Game an, damit ich mich entscheiden kann, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht. Wie gesagt, ich würde es mir überlegen, ich würde dann nicht einfach blind am ersten Tag beim Release zugreifen. Und ja, mit diesen Worten wünsche ich euch einen angenehmen Tag, Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal dann bei Star Wars Battlefront. Und ja, nehmt es jetzt aber nicht so als Riesenkritik auf. Es kann auch sein, dass nur ich das so empfinde, aber ja, ich weiß nicht. Wenn ich den Kritikpunkt halt empfinde oder die Kritikpunkte, dann finde ich auch durchaus legitim, das mal anzusprechen. Man muss ein Spiel ja auch nicht nur in den Himmel loben, sondern ich habe jetzt auch häufiger im Internet auch gelesen, dass manche das meinen, dass sie halt nach 2-3 Stunden gefühlt alles schon gesehen haben. Und so in etwa fühlt es sich bei mir tatsächlich auch an. Und deswegen, ja, muss ich es mir echt überlegen. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal, dann bei Battlefront 3. Bis denne.